Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe 7 Meter im Jahr 2020, heute hier aus Lemgo. Ja, die EM, die ist Geschichte. Wir gratulieren der deutschen Mannschaft zum guten Abschneiden. Und in der Liquimoli-Handball-Bundesliga, da geht es ja schon längst weiter. Und weiter geht es jetzt auch bei uns. Und zwar mit dem Insta-Check mit dem Lemgoer Bobby Schagen. Ich bin Bobby Schagen, ich bin 29 Jahre alt und rechts außen beim DBV Lemgo und wir werfen mal einen Blick auf mein Instagram-Profil. Ja, ich habe ein Bild ausgesucht, das ist eigentlich mein Lieblingspost. Das sind mehrere Bilder, wobei ich meinen Mittelfinger zum Torwart zeige beim Wurf. Und ich mache das nicht mit Absicht, ich weiß nicht wieso. Ich habe das mal von einem Kumpel von mir bekommen. Der hat damit angefangen und irgendwann hatte ich 20 solche Bilder und anscheinend ist das irgendeine Reaktion von mir und ja, es ist nichts persönlich gegen heute. Ich habe noch ein Bild ausgesucht, das ist noch nicht so lange her. Wir haben das Final Four in Hamburg erreicht, nach dem Sieg gegen die Eule Ludwigshafen und das Bild ist von nach dem Spiel und ja, da sieht man halt die Emotionen und es war ein geiler Tag. Ich habe das Bild ausgesucht, das ist nach dem Sieg gegen Lettland mit der holländischen Nationalmannschaft haben wir uns das erste Mal qualifiziert für eine EM und die Party danach war richtig geil und hier feiern wir unter der Dusche unser Sieg und es war ein geiler Tag auch. Ich habe das Bild ausgewählt, das ist mein Lieblingsbild, denke ich mal. Das ist von meinen Eltern, die haben sich getrennt, als ich 13 war und sind dann vor 5 Jahren wieder zusammengekommen, sind immer beste Freunde geblieben und haben sich anderthalb Jahre her nochmal geheiratet. Und da war ich dabei natürlich. Und ja, das finde ich sehr schön. Das waren meine Highlights und vielen Dank. Ihr könnt mich folgen bei Instagram unter meine Vorname und meine Nachname. Und ja, dann sehen wir uns da. Danke. Hier hinter mir in der Halle des TBV Lemgo Lippe war der Mann, um den es als nächstes geht, auch schon so einige Male zu Gast. Für uns hat er seine Traumsieben zusammengestellt, der sportliche Leiter der Rhein-Neckar-Löwen, Oliver Roggisch. Mein Name ist Olli Roggisch, ich bin der sportliche Leiter der Rhein-Neckar-Löwen und ihr bekommt heute meine Traumsieben. Im Tor nehmen wir Appelgren. Ich glaube, da könnte man jetzt auch einige nennen. Und wir hatten selber bei den Löwen sehr, sehr viele gute Torhüter. Aber er ist schon brutal, in welcher Konstante er die letzten Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt hat. Und allein durch seinen Körper ist schon brutal, was er da für einen Körper ins Tor stellt. Von außen unglaublich schwer, die freien Bälle. Riesentorhüter, Riesentyp, Kapitän. Von daher ist es Apfel geworden. Links außen muss ich nicht lange überlegen. Uwe Gensheimer ist zurück in der Liga, zurück bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, ich glaube, konstant ohne Ende die letzten Jahre gewesen, auch als Nationalmannschaftskapitän einen Riesenjob gemacht. Und mit dem Gummihandgelenk ganz klar Uwe. Rückraum links, Niko Karabatic. Schön, dass er nicht mehr in der Liga ist für uns, weil er war, ja, ich glaube, vorne wie hinten einer der besten Rückraumspieler überhaupt aller Zeiten. Mikkel Hansen nah dran, aber ich glaube, gerade als Abwehrspieler noch einen Tick besser, Nico. Und 1 gegen 1 unglaublich schwer zu verteidigen. Und ja, gefühlt hat er in jedem Spiel brennt er 100%, immer Vollgas und hat mir immer imponiert. Auf der Mitte Andi Schmid, auch wenn er international, das heißt Nationalmannschaft, nicht ganz so im Fokus steht, weil er mit der Schweiz nicht bei jedem Turnier dabei ist, aber in der Liga mit Abstand der beste Playmaker. Torgefährlich, super mit dem Kreisläufer. Ich glaube, da ist er sowieso der beste Spieler auf der Welt, was die Aktion mit dem Kreis angeht und bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht wegzudenken. Rückraum rechts nehmen wir Olafur Stefansson. Es ist schon eine Weile her, dass er in der Liga war, aber er war auch bei den Rhein-Neckar-Löwen, hat eine unglaubliche internationale Karriere hingelegt. War ein sehr, sehr eigener Spieler, so ein verkappter Playmaker auf der Rückraumrechtsposition, aber ja, ein Riesentyp, einer, der Handball gelebt hat auf seine ganz besondere Art und ja, er war, hat eine riesen Karriere gehabt in Spanien und in Deutschland und ja, hat immer Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Rechts außen, nehmen wir Lasse Swan. Ich kann ja nicht nur die Deutschen nennen. Patrick Götzky ist sicherlich knapp dahinter, aber er als Weltmeister hat in der Nationalmannschaft eine Riesenkarriere gehabt und gefühlt ist er der Mr. 100%. Irgendwie alle Spiele, die man sieht, knallt er die Bälle rein und das in der Konstanz, das ist schon beeindruckend. Deswegen Lasse Swan knapp vor Götzky.
Am Kreis gehe ich einer großen Diskussion aus dem Weg und wähle mich selbst mit einem kleinen Augenzwinkern. Es gibt drei Top-Kreisläufer in Deutschland und es wäre nicht fair, da jetzt einen rauszupicken. Und Kohlbacher offensiv der beste, Pegeler als Gesamtpaket und Winczek in der Art, wie er Abwehr spielt, wie er vorne kämpft. Zwischen den drei ist es so eng, deswegen bin ich das. Und auch im Jahr 2020 geht's weiter mit unserer Club-Challenge. Eine Minute Zeit, 10 Bälle, 10 Reifen. Seid gespannt, wie der nächste Verein abschneidet. Auf die Plätze, fertig! Ganz für die Spitze reicht die Leistung nicht. Wer ist da jetzt dran schuld? Ich nehme schon ein bisschen mehr auf meine Kappe, wobei unser Ballwart auch einen großen Anteil dran hat, dass unsere Bälle nicht sauber waren. Aber ich muss sagen, die Ringwürfe waren schon sehr identisch. Da hätte ich den einen oder anderen mehr treffen müssen. Das heißt, du warst eigentlich zufrieden mit deiner Leistung? Ja, ich kann mir eigentlich nichts vorwerfen, muss ich sagen. Ich denke, die Dinger sind ganz gut geflogen. Ein bisschen mehr Glück, dann hätten wir auch ein bisschen mehr treffen können. Aber ja, wir sind ein Team, wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen. Alles gut. Fein gesagt. Mit seinen 4 Treffern reiht sich der TVB Stuttgart auf dem 6. Platz und damit im Mittelfeld unserer Club-Challenge-Tabelle ein. Weiter unangefochten an der Spitze liegt das Team der SG Flensburg-Handewitt. Das war 7 Meter hier aus Lemgo. Schön, dass ihr dabei wart. Und zum Abschluss haben wir nochmal unseren Handballnachwuchs und den Hexer Andreas Thiel in Aktion. Viel Spaß bei Dingsbums und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich finde das eigentlich einfach. Ich glaube so nach unten. Und dann wird der Schiri so machen. Oder? Oder so. Nein, das ist zweimal. Doch, das ist zweimal. Also so. Ja, so. Und das ist Kreis ab. Alles klar. Ja. Das ist, wenn halt einer mehr macht, als wie er machen darf, dann pfeift der Schiri, wenn er das gerade auch sieht. Und dann macht er halt so. Und dann zeigt er auch, wenn man zum Beispiel nach da macht, also wenn die Gegner jetzt nach da werfen und dann der Schiri pfeift und so macht, dann kriegen die anderen den Ball. Das war die Definition des Schrittfehlers, wie ich glaube. Wir haben es im Regelwerk andersrum definiert. Regel 7.3 sagt, was erlaubt ist, nämlich sich nur 3 Schritte mit dem Ball zu bewegen. Danach muss getippt oder geprellt werden, aufs Tor geworfen werden oder Pass zum Mitspieler, falls das nicht passiert, technischer Fehler im Wechseln des Ballbesitzes. Falls ihr euch tatsächlich fürs Regelwerk interessiert, es gibt ein über den DAB und über die Liquimoli Handball-Bundesliga zu beziehendes Regelheft. Wenn ihr eine kleine Mail schreibt, bin ich auch gerne bereit, das zu signieren.